Auferstanden von den Toten. Capcoms HD-Neuauflage bringt ein 13 Jahre altes GameCube-Spiel erstmals auf den PC. Resident Evil. Das Survival-Action-Spiel begeistert auch heute noch mit einer extrem dichten Atmosphäre und superber Soundkulisse. Die festen Kamerawinkel erlauben fiese Schockmomente, wenn Zombies und andere Monster plötzlich ins Bild schwanken. Dazu gibt es jede Menge Rätsel und wenige In-Game-Hilfen, wobei die Puzzles sich meist auf das Finden des richtigen Schlüssels beschränken. In vielen Punkten wirkt das Spieldesign aber veraltet. Die Ladezeiten beim Verlassen eines Raums etwa müssten auf heutigen Rechnern nicht mehr sein und dürften ungeduldige Spieler stören. Die ursprünglichen Tank-Controls erschweren die Kontrolle der Spielfigur zudem unnötig. Die Remaster-Version bietet alternativ jedoch eine neue Steuerungsmethode an. Dadurch läuft der Charakter beim Perspektivwechsel in die einmal eingeschlagene Richtung weiter, wenn wir die Richtungstaste gedrückt halten. Praktisch. Beim Spielstart dürft ihr zwischen zwei Spielfiguren und insgesamt vier Skins wählen. Weitere werden durch mehrmaliges Durchspielen freigeschaltet. He's. No. What was that? Inhaltlich hat sich im Vergleich zum Remake von 2002 nichts geändert. Story und Spielverlauf sind gleich, genauso wie die englische Sprachausgabe. Take care. Ja. Die PC-Version kommt mit einer Reihe von Anpassungen daher. Die wichtigste: alle Menüs lassen sich mit der Maus bedienen. Das hilft vor allem beim Untersuchen und Verschieben von Gegenständen. Aufgrund des knappen Platzes im Inventar seid ihr nämlich ständig damit beschäftigt, eure Items vom Rucksack in die Kiste umzuschichten. Unterwegs ablegen geht nicht. Das wirkt aus heutiger Sicht rückständig und aufgesetzt, obwohl es natürlich auch überlegtes Vorgehen und sorgfältiges Management der knappen Ressourcen fördert. Schade derweil, dass der jederzeit sichtbare Mauszeiger abseits der Menüs nutzlos ist. Weder dürft ihr mit der Maus zielen, noch Gegenstände in der Spielwelt anklicken. Das Layout des Anwesens erfordert viel Backtracking. Eine coole Mechanik erhöht den Einsatz. Einmal niedergeschossene Zombies kehren als stärkere Varianten zurück, wenn ihr sie nicht verbrennt oder ihnen den Kopf abschießt. Die Technik hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Im neuen Widescreen-Modus wirken viele Hintergründe grob und manche Polygonobjekte sehen verwaschen aus. Dafür sind die Figuren sehr detailliert und die Lichteffekte machen richtig was her. Zudem läuft das Spiel ausnehmend flüssig in stabilen 60 FPS. Die Konsolen schaffen maximal die Hälfte. Wer bislang noch nicht das GameCube-Remake gespielt hat, der darf beim 20 Euro teuren HD-Remake zuschlagen. Aber bloß kein modernes Spieldesign erwarten. Es ist immer noch Resident Evil.